Jahresende muss Sachsen-Anhalt schätzungsweise rund 30.000 Flüchtlinge aufnehmen, etwa 10%. Das Land hat sich Unterbringungsmöglichkeiten und eine, das wissen Sie, wurde ja unlängst gefunden. Seit dem 1. Oktober ist ja auch das ehemalige Maritimhotel in Halle eine Flüchtlingsunterkunft für bis zu 700 Migranten. Der Hotelbetrieb selbst wurde eingestellt und viele der 80 Mitarbeiter dort haben inzwischen ihre Kündigung erhalten. Da stellt sich natürlich die Frage, wie geht es für die Leute weiter? In der vergangenen Woche ist man in einen entscheidenden Schritt weiter gekommen. Es müssen ja schnellstens neue Jobs gefunden werden. Ein 4-Sterne-Luxushotel mit Restaurants, Bars und Innenpool als Flüchtlingsunterkunft. Für Maritim-Betriebsrat Andreas Lehmann ist das immer noch schwer zu fassen. Ich muss ja jeden Früh hier rein, ich sehe es jeden Früh und es tut dann letztendlich auch noch weh, wenn man es sieht. Und das geht ja bei mir, denke ich mal, bis ins nächste Jahr rein, dass ich hierher muss. Es schmerzt. Für den Betriebsrat kam die Entscheidung, den Hotelbetrieb aufzugeben, ebenso überraschend wie für die Belegschaft. Über 50 Mitarbeiter erhielten bereits ihre Kündigung und die Stimmung ist dementsprechend. Am Anfang unwahrscheinlich bedrückt. Dann kam das Thema Kalkenhumor auf, wo dann ausgeräumt werden musste hier im Unternehmen. Also alles in Container geschmissen werden musste, was nicht mehr benötigt wurde, beziehungsweise in andere Hotels gefahren wurde. Da kam dann so ein Kalkenhumor auf. Ja, und jetzt ist ja ein Blick in die Zukunft einfach angesagt. Man muss einfach dazu wissen, dass die Kolleginnen und Kollegen oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die ehemaligen des Maritim schon sehr lange dort sind. Es kaum jemanden gibt in der Belegschaft oder der ehemaligen Belegschaft, der Erfahrung mit Arbeitslosigkeit hat. Und das ist natürlich immer eine Hürde und eine Schwelle. Viele der Beschäftigten sind über 50 und 30 Jahre oder länger im Hotel gewesen. Für sie neue Arbeit zu finden ist schwer, aber nicht unmöglich, sagt die Agentur für Arbeit Halle. Es werden Kochköche gesucht, es werden Servicekräfte im Hotelbereich gesucht. Die Konditionen im Maritimen waren in der Tat sehr gute, verbunden eben auch mit Sonderzahlung aufgrund einer sehr, sehr langen Betriebszugehörigkeit. Da müssen wir darüber reden, wie wir das hinkriegen. Halles Oberbürgermeister hatte bereits vor Tagen seine persönliche Unterstützung für die entlassenen Beschäftigten zugesagt. Zu einem Treffen mit dem Betriebsrat gestern kam er nicht mit leeren Händen. Es ist so, dass wir zunächst mal horchen, auch mit den Qualifikationen. Wir haben ja grundsätzliche Angaben bei den Mitarbeitern, die ihre Daten preisgegeben haben. Da gucken wir schon mal im Vorfeld, ob irgendetwas passen könnte. Aber wir durchforsten unseren gesamten Konzern nach freien Stellen und möglicherweise auf Passgenauigkeit. Wir haben ja noch einige Zeit die Möglichkeit, auch in Fortbildungsveranstaltungen auf möglicherweise eine freie Stelle hinzuarbeiten. Das ist durchaus möglich. Aber an diesem Tag wollen sich alle annähern und wollen mal schauen, was möglich ist. Dass der OB selbst in die Bresche springt, scheint folgerichtig. Hatte er doch seinerzeit selbst angefragt, ob das Hotel Flüchtlingsplätze bereitstellen könne. Die Unternehmensleitung des Maritims hat es dem Land angeboten. Die Stadt hatte eine Gemeinschaftsunterkunft von unserer Seite abgelehnt. Aber es steht jedem Unternehmen frei, entsprechende Verträge abzuschließen. Das Land ist in großer Not und auch heute noch. Und von daher kann ich es vertretbar verstehen, dass das Land diesen Vertrag mit der maritimen Unternehmensführung abgeschlossen hat. Auch die Arbeitsagentur wolle unbürokratisch und schnell helfen. So will man unter anderem qualifizieren und auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Denn die guten Konditionen des Maritimhotels können viele kleine Hoteliers nicht zahlen. Viele werden erst im Mai tatsächlich arbeitslos. Wichtig ist es für uns, aber die Zeit zu nutzen, um eben dann auch den passenden Arbeitsplatz zu suchen oder vielleicht die passende Integrationsstrategie zu versuchen oder eben zusammen mit Schwester, überleg dir doch mal, wir haben Arbeitsstellen in der Branche, die sind vielleicht nicht so 1:1 und 100%ig passend, aber zu 90% können wir da nicht was miteinander versuchen. Über sämtliche Ergebnisse will Maritimbetriebsrat Lehmann seine Kollegen am Donnerstag noch einmal persönlich informieren. Er geht davon aus, dass die Kollegen damit leben können. Man kann von einem besseren Gefühl sprechen, auch selber ich für meine Person, dass ich jetzt sage, ja okay, irgendwo geht es weiter, muss ja weitergehen. Und auch die Kolleginnen und Kollegen, die sagen dann auch, denke ich mal, auch morgen nach der Veranstaltung, okay, wir sind da auf einem positiven Weg. Also wir haben da einen guten Eindruck, dass es weitergeht, also zumindest vom Großteil.
Bundesweit werden überall Flüchtlingsunterkünfte mit großen Kapazitäten gesucht. Ab 1. November wird nun auch das ehemalige Ramada-Hotel bei Peißen zur Aufnahmestelle für rund 600 Flüchtlinge. TV-Halle-Recherchen zufolge ist der Vertrag zwischen Hotel und Land bereits unterzeichnet. Anders als im Maritim soll es hier allerdings keine Entlassungen geben. Die Belegschaft soll morgen über die Pläne der Konzernleitung informiert werden. Ja, der Zustrom an Asylsuchenden hält also weiter unvermindert an und man kann davon ausgehen, dass die Flüchtlingskrise sich zunehmend in unserem Alltag widerspiegelt und sich auch irgendwann auf dem Arbeitsmarkt niederschlägt. Denn die Migranten, die zu uns kommen, sie brauchen nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern vor allen Dingen auch Beschäftigung. Und so stehen auch die Arbeitsagenturen unseres Landes vor neuen Herausforderungen. In den Räumen der Volkssolidarität Regionalverband Halle-Saale-Kreis